Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Lektion, hier dem Intro, also dem Einstieg in unseren Office-Kurs. Ja, wenn ihr noch ziemlich am Anfang eurer DJ-Karriere seid, dann sei es euch auf jeden Fall empfohlen, dass ihr euren alten Job erstmal behaltet oder eben eurer klassischen Ausbildung weiter nachgeht, sei es jetzt Schule, Studium, eben Berufsausbildung. Denn man kann zwar gutes Geld mit dem Auflegen verdienen, aber es ist natürlich nicht garantiert und du weißt nie eben, was die Zeit bringt. Und insofern solltest du hier auf jeden Fall erstmal auf der sicheren Seite sein, bevor du ja das DJ-Geschäft zu deinem Hauptberuf machst und ja deine Ausbildung sowieso immer definitiv abschließen. Und das Schöne ist auch, dass man das DJ-Handwerk sehr gut auch parallel zum normalen Job ausüben kann, denn du arbeitest ja üblicherweise eben abends oder nachts und am Wochenende. Und das sind ja genau die Zeiten, in denen du frei hast. Natürlich wirst du dann noch weniger Freizeit haben, aber du hast ja hier wenigstens das Hobby zum Beruf gemacht und insofern lässt sich das gut kombinieren. Und auf jeden Fall hast du auch ein doppeltes Einkommen. Und das ist auch ein gutes Argument, denn ja, so kannst du auf jeden Fall schneller Vermögen aufbauen. Wenn du dein Gewerbe startest, dann empfehlen wir dir auch, dass du dir hier noch ein extra Telefon besorgst. Alte Handys sind heutzutage nicht mehr so teuer. Das kann ja ein gebrauchtes Telefon sein. Das muss nicht so besonders sein. Es geht hier in erster Linie darum, dass du eine eigene Telefonnummer hast und eben ein eigenes Handy genau für dein DJ-Gewerbe. Zum einen vermeidest du so beim Festnetz, dass vielleicht jemand von deiner Familie rangeht, der eigentlich gar nicht weiß, um was es sich hier vielleicht dreht und dann einen potenziellen Auftraggeber abwimmelt oder andere unangenehme Situationen vielleicht entstehen, wenn andere Leute als du ans Telefon gehst. Und zum anderen, zum Beispiel, wenn es auch ein Telefon ist, also ein Handy, dann kannst du das Ganze auch einfach mal ausschalten und zur Seite legen und dein privates Handy trotzdem weiter nutzen und so im Prinzip vom Geschäftlichen besser Abstand halten und abschalten. Wenn dann hier auf dieses Telefon ein Anruf kommt, dann kannst du auch sicher sein, ist es hier was Geschäftliches und du solltest hier definitiv zurückrufen oder eben auch rangehen. Manchmal ist es ja auch so, dass man beim privaten Handy dann bei anderen Anrufen eher sagt, da habe ich jetzt keine Lust drauf oder eben man kann erst nicht rangehen und dann kommen noch andere Anrufe rein und man vergisst das Ganze wieder und das verschwindet dann in der Anrufliste ziemlich schnell durch die anderen Anrufe, die dann noch danach kommen. Und dann ruft man leider nie zurück. Deswegen hier die Empfehlung eben, trenn das strikt. Zum einen, dass hier keine unangenehmen Situationen entstehen und zum anderen auch, dass du dich genau auf diese geschäftliche Kommunikation konzentrieren kannst. Die Bürokratie an sich ist ein sehr ja, leidiges Thema. Es ist sehr zeitaufwendig, es ist sehr nervenaufreibend. Und insofern sei dir empfohlen, dass du Automatisierungsmöglichkeiten nutzt. Es gibt zum Beispiel eben Buchhaltungssoftware und ja, andere Apps und Dienstleister, die dir das Leben hier deutlich leichter machen. Und natürlich kannst du ja auch einfach mit generellen Menschen als Dienstleister arbeiten, also eben einem Steuerberater und ähnlichen Leuten, dass die dir hier die Arbeit abnehmen. Aber du musst die Leute natürlich auch bezahlen. Du kannst es zwar von der Steuer absetzen, aber ja, je nachdem. Das kostet dich auf jeden Fall auch nochmal Geld. Wenn es zum Beispiel um sowas geht wie Fotos oder auch deine Markenanmeldung oder ein Logo, videografische Geschichten, dann sei dir auch empfohlen, dass du dich hier an Experten wendest, denn du solltest das Ganze auch nicht einfach aus der Hand geben, sondern da eben schon mitarbeiten, zusammen mit diesen Leuten die Ideen ausarbeiten, damit es auch eben genau so wird, wie du das möchtest, wie du es dir vorgestellt hast. Von daher mach auf jeden Fall die groben Skizzen, die Ideen, arbeite es alles aus, wie es später mal sein soll und wende dich dann an derartige Experten, dass ihr hier Hand in Hand arbeiten könnt und das Ganze dann wirklich so professionell verwirklichen könnt. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.